In diesem Video ist es unser Ziel, den Mond zu erreichen. Doch welche Gefahren erwarten uns auf diesem wunderbaren Mond? Tja, ich glaube, Mario, das wird dein erster Game Over sein. An der Stelle. Ja. Nein, Mann, die machen mich aber auch salzig, diese Kackgegner, wirklich. Nachdem wir letztes Mal im Großfrostheim wieder zurück angekommen sind und die ganze Welt einfach nochmal bereist haben, weil wir Bock drauf hatten, um einen blöden Bomb abzusuchen, ja, darüber werde ich mich noch aufregen, geht es jetzt nun weiter hier in dieser wunderschönen Welt. Wir haben die Lizenz für alles, wir können endlich die Kanone abfeuern. Wow, du hast die Betriebserlaubnis. Also hast du wohl mit Gottfried getroffen, was? Was, General Bomb-Umb ist auch zurück? Jetzt kommt die große Kanone endlich zu ihm rum. Ich bin so aufgeregt, ich könnte explodieren. Bitte nicht. Also los, schießen wir euch auf den Mond. Es wird Zeit, Freunde, endlich. Mario, wir haben es geschafft. Folgt mir einfach unauffällig. Hier entlang, einfach mir nach. Aber hier ist doch eine Kanone. Oder was für eine Kanone meint er? Kurz mal speichern an der Stelle. Hä? Irgendwie trollt der doch rein, oder nicht? Ah nee, das ist tatsächlich hier, oder was? In Ordnung, stell dich dahin. Was ist denn das? Ey! Das ist eine Falle! Oder? General Bombump. Alles bereit für fürs Abfeuern der großen Kanone. Vertrauen Sie meinen Fähigkeiten, Bürgermeister. Alles hergehört, wir leiten die Abschusssequenz ein. Oh, 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 oi. Also, Bomb-Bombs, alle Mann auf Position. Zu Befehl. Was passiert hier? Okay, er hat den Schlüssel. Jo, System starten. System gestartet. Systemcheck. Systemcheck läuft. System einsatzbereit. Vorbereitung für Abschuss des großen Kanone ist bereit. Außentor öffnen. Außentor wird geöffnet. Bitte was? Innere Lamellen öffnen. Lamellen werden geöffnet. Bitte, was kommt jetzt? Kanonenrohr ausfahren. Kanonenrohr wird ausgefahren. Ja. Mit so einem Ding werden wir hochgeschossen? Das ist eine Kanone, keine Rakete. Es geht eine Rakete und keine Kanone. Was ist das denn für ein Ding? Ich dachte, das sollte eine Kanone sein. Zielerfassung der Mond. Ausrichtung 75, 38, 54, 66, Entfernung 389.603. Windstärke 1,8, korrekte Ausrichtung 3,03, korrekte Neigung 2,39. Ziel erfasst, Luke öffnen. Es ist soweit. In die Pulverkammer mit euch. Wie viele Bomben wollen sie haben? Bomben ja. Die wollen sich dann jetzt selbst in die Luft springen, oder? Luke schließen. Und Kanone bereit zum Abschuss. Stand by, okay. Also los. Großes Kanünchen. Feuer! Juhu, geschafft! Super! Let's go!
Viel Erfolg, Mario. Was passiert hier? Wir landen einfach auf dem Mond. Aua. Mario, kannst du dich da rauswinden? Oh. Mein Bart und auch. Oh, ziemlich gelungene Überraschung, was, Mario? Hätte nicht gedacht, dass es so einen Flug noch jemals erleben werde. Ja, jetzt müssen wir nur noch die große Maschine suchen. Und jetzt sind wir also auf dem Mond, ja? Da müssen wir jetzt noch das letzte Sternjuwel und die Prinzessin finden. Tja, ob das so einfach wird? Ist das eigentlich ein eigenes Gebiet hier oben? Nicht, dass ich jetzt irgendwas verpasse. Oh, ist es, mit einem Sternsplitter. Hä, wie wild ist das denn? Ich bin übelst verwirrt, was hier gerade passiert. Guck mal, hier haben wir einen Stoppuhr bekommen. Geil, wir haben zu viele Items, dein Ernst? Boah, ich glaube, ich nehme eine Verwirrpulver, das kann weg. Aber wie geil ist das denn? Wir sind jetzt einfach auf dem Mond. Hier ist zwar gar nichts los, aber immerhin sind wir auf dem Mond. Kann man ja schon mal nicht erinnern. Nicht sagen, ne? Aber hier gibt es auf jeden Fall wieder ganz viele Blöcke, die man zerstören kann. Es hat mich gerade übelst fasziniert, dass wir hier hochgekommen sind und vor allem nichts passiert ist. So, also. Alles kurios, was hier abgeht. Okay, hier geht es auch später weiter. Ist der Mond echt so ein großer Abschnitt? Guck extra jetzt hinter den Steinen, weil ich mir vorstellen kann, dass irgendwo hinter den Steinen definitiv was versteckt ist. Ich sehe jetzt überall hier lang. Was ist denn das hier? Voll verwirrend aufgebaut. Und tatsächlich gibt es hier nichts. Was passiert, wenn wir hier lang gehen? Okay, hier gibt es Mondgegner. Einer auf jeden Fall zumindest. Ich guck mal trotzdem weiter in den Steinen. Wäre halt geil, wenn wir das schon hinbekommen würden. Aber wie geil ist das denn? Jetzt haben wir auch im Mond anderen Sound. So, wir haben im Mond Quirks. Ich schätze mal, das sind auch die stärkeren Varianten oder die stärksten Varianten, die wir an Quirks treffen können. Schauen wir nochmal nach, was die für eine Stärke haben. Das ist ein Mondquirk. Mondquirks sind eben, naja, Quirks, die auf dem Mond leben, nicht? Maximale KP 6, Angriffskraft 5 und Verteidigung 5. Die haben ja auch eine gute Verteidigung und Feuerattacken wirken nicht. Aber ihre Verteidigung sinkt auf 0, wenn du sie mit einem Bombe umkippst. Aha. Also rein theoretisch könnten wir die auch so erledigen. Wie sieht's aus mit einem Sprung? Okay, Sprung machen wir nur einer Damage. Gut zu wissen. Ach, jetzt habe ich Y gedrückt, ich Trottel. Ich wollte eigentlich austauschen. Bartomb. Und Bombe. Let's go. Bin mal gespannt, ob wir die auch umstürzen können. Tatsächlich. Na dann, easy peasy, lemon squeezy. Weg damit. Aber die bringen auch gar keine EP mehr. Also das sind wirklich Lappengegner auf... Du. Trotzdem werden wir die alle mitnehmen müssen, weil ihr wisst ganz genau, was die Lappengegner haben. Manchmal sind da auch neue Gegnerarten drin. Und die müssen wir ja auch kennenlernen, ne? Überleg gerade, ob man die irgendwie einfacher zerstören könnte. Außer mit einem Power-Detonator. Oh, oder ein Erdbeben, weil irgendwie hat es ja doch schon Damage gemacht. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall nützlich und ich glaube, die sind auch down. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt so viel Damage machen. Eigentlich haben wir doch gar keine Attacken drin, die so krass sein können, oder? Aua, ihr Lutscher! Okay, 6 Damage.
Dann würde ich sagen, machen wir weiter ein Erdbeben, weil das ist so die beste Taktik, die man machen kann bei denen. Und dann tauschen wir auf jemanden, der mehrfach angreift. Ja, nee. Wo war denn das da? Wer hatte denn mehrfach Angriff? War der Gumbrina? Ah ja, Multikopfnuss. Lol. War übrigens ein Fail, weil Gumbrina kann keine Multikopfnuss auf allen anderen setzen. Ja, ich würde sagen, Fail von meiner Seite aus. Und wir haben auf jeden Fall nicht mehr allzu viel Leben. Also wir sollten nicht nochmal getroffen werden, sonst ist Game Over. Aber schon krass, also... Die Mondkirks haben auf jeden Fall einige drauf, muss man dazu sagen. Und ich muss ehrlich gestehen, trotzdem, ich mag den Mond nicht so sehr. Irgendwie ist er zu lame. Nicht besonders, nix, gar nix. Okay, Freunde, ich habe mal jetzt ein bisschen was nachgeguckt. Und zwar habe ich gesehen, wo uns noch was fehlt. Und das ist definitiv nicht in diesen Bereichen. Boah, ich lass mal die Gegner in Ruhe, ich bin ehrlich. Ich finde die jetzt nicht so interessant, dass man die auf jeden Fall killen muss. Oh Gott. Oh, Junge. Man kann auch nerven als Gegner, ne? So. Eigentlich wollte ich jetzt nur damit sagen, dass wir jetzt auf jeden Fall gleich mal aufbrechen werden. Und das einzige Item suchen. Denn es gibt nur ein Sternfragment hier. Und dieses eine Sternfragment ist tatsächlich im letzten Gebiet. Kurz bevor wir das Hauptquartier antreten. Und ja, warum ich das euch sage, wie gesagt, ich habe das jetzt eben nachgeschaut, weil ich halt einfach wissen wollte, wie lange ich jetzt hier noch rumdödeln muss und hinter jeden Stein gucke, weil ganz ehrlich, guckt euch das mal an, wie lange das dauert. Wie viel brauchst du eine halbe Stunde alleine schon, nur um den Stein umzudrehen, weil Mario einfach langsamer läuft als ein, weiß ich nicht, ein Opa auf Arbeit, wenn man es so nimmt. Also dementsprechend werde ich jetzt einfach nur durchjagen, weil ich finde den Mond gut, dass es den gibt. Mehr ist ja auch nicht. Ach Mann, ich will nicht mit dir reden, Gumbrina. Ich will tauschen mit Bart Omp. Versteht doch, Gumbrina. Du bist mir unwichtig jetzt. Nee, aber wirklich jetzt mal. Also ich finde den Mond, so schön der auch aussieht, alles ja aber uninteressant. Wirklich uninteressant einfach. Oh Junge, kannst du mal aufhören mit dem Spam hier? Überlegt mal, wie viele Gegner hier rumhausen und das sind alle solche Kirken-Moves, die aber auch ihn dezent auch nerven können. Es gibt auch nicht wenige Gebiete im Mond, weil der Mond halt so riesengroß ist und ich glaube, hier ist schon Ende Melende, ne? Tja, das Schöne ist ja, dass ich jetzt eigentlich nochmal zurück muss und die andere Seite abchecken sollte. Außer es ist ein Rundumgang. Oh, guck mal, hier sind neue Gegner. Das finde ich so mal zum Beispiel sehr interessant. Das ist doch schon mal wieder was hier, Mensch. Nicht nur irgendwie dieselben Kirks, die es schon seit hunderten Jahren in Überfluss gibt. So, Gumbrina, einmal herkommen bitte. Scannen und dann let's go, weiter geht's. Bin mal gespannt denn übrigens, ob wir bald alle Gegnerarten haben. Das ist ein Krusimat Z. Diese Dinger sind eine Weiterentwicklung von Krusimaten. Maximale KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Sobald die Mini-Krusimaten auftauchen, sind die Krusimaten perfekt geschützt. Außerdem laden sie sich wohl nach der Zeit ihre KP wieder auf. Du solltest die Krusimaten möglichst kräftig treffen, bevor sie schützen. Also eigentlich One-Shotten. So wie ich jetzt. Oh, und die geben wenigstens EP, nicht so wie die Kirk-Lutscher. Wie gesagt, ich finde die Kirks einer der unnötigsten Gegner ever. Die sind wirklich einfach nur schwach. Also die können zwar gut rinhauen und haben viel Verteidigung, aber mehr auch nicht. Ach, Bingo-Zeit, ja. Ja, genau. Unnötiger Bingo ever. Danke für unnötigen Bingo. Ja, denn austauschen. Ich würde sagen, Bart Omp kommt mal raus hier. Der macht ja sowieso null Damage. Oh, doch nicht. Immerhin.
Dann hat sich das ja wenigstens nochmal gelohnt, wenigstens. Über den anderen hätte ich gedacht, die machen sowieso kein Damage. Ah ja, hier ist der Sternsplitter, by the way. Dann gucken wir mal kurz im Journey nochmal nach, ob das richtig ist. Aber Karte sagt ja. Ich hasse diese Gegner, wirklich. Können wir einfach flüchten? Ich habe keinen Bock da drauf. Sorry, Leute, aber diese Kirks sind einfach nur ätzende Gegner. Ich glaube, es gibt keine Gegnersorte, die schlimmer sind als diese komischen Drecks-Kirks. So, von Item weg, ja, dann... Digga! Peter, Junge! Leck mich ab, Peter! Können wir das jetzt mal lassen? Ach, wisst ihr was? Wir machen den jetzt tot hier. Ich habe die Schnauze voll von dem Lutscher. Mir ist gerade eben aufgefallen, dass wir den ja nie easy killen können. Tja, ich glaube, Mario, das wird dein erster Game Over sein. An der Stelle. Ja. Nein, Mann, die machen mich aber auch salzig, diese Kackgegner. Wirklich. Ja, was kann ich denn dafür, wenn so ein Gegner mich salzig macht? Wie kann man solche Gegner dorthin stellen? Lass mich raten, ich muss jetzt wieder alles Neue sammeln. Oh, Gottes Willen. Ja, ich werde hier schwanger, wirklich. Dieses Spiel macht mich schwanger, es hell. Sorry, Leute, aber ich krieg mich gerade echt gerne über das Spiel auf gerade. Die Stelle ist wirklich die ätzendste überhaupt. So, jetzt wurden wir mal nicht genervt von irgendwelchen Gegnern. Ah ja, guck mal, hier haben wir sogar die Röhre. Let's go. Aber die würde ich jetzt tatsächlich an der Stelle ignorieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Kreuz- und Querweg. Ich überlege, ob ich jetzt den Weg hochgehe. Macht das Sinn? Wisst ihr was? Ich mache den Schnelldurchlauf. Wir sehen uns nachher bei der Röhre wieder. Gut, Freunde, ich habe jetzt mal einfach mal nachgeguckt, was es hier alles gibt. Und, eieieiei. Nichts Besonderes. Also der Mond ist wirklich der lächerlichste, langweiligste Ort, den es überhaupt gibt. Also vom ganzen Spiel muss ich sagen, ist das der langweiligste Ort, den ich jemals gesehen habe, der Mond. Aber was soll man auch beim Mond großartig machen, ne? Ist halt einfach nur dieses Hauptbasis-Ding und das war's denn. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Oder besser gesagt im Kursionen-Hauptquartier. Ziemlich mysteriöser Laden. Mario, wir sollten uns besser vorsichtig umsehen. Ja. Sollten wir. Hast du absolut recht. Und ich würde sagen, dafür kommt aber auch Gombrina wieder rein. Weil die nächsten Gegner werden sicherlich Gegner sein, die wir so scannen dürfen. Tja, und jetzt wird es sehr interessant, weil wir haben hier einige zu tun. Halt, Freund oder Feind? Aber das ist doch Mario, oder? Und das heißt, unverzüglich eliminieren. Dann kommt mal her, ihr kleinen Gnome. Aus euch machen wir Hackepeter mit Schnitzel. Hätte ich jetzt irgendwie doch Bock zu, muss ich ehrlich gestehen. So, und wir werden jetzt folgende Sachen tun. Und zwar werde ich als erstes, glaube ich, direkt springen. Ja, komm, den ersten Crucio können wir auch weghauen. Ja, ja, die haben keine 10 KP, Leute. Das sind die übelsten Lappen. Wir wissen es schon. Das ist ein Elite-Soldat. Eine Elite-Soldaten sind besonders stark Crucionen. Maximale KP 10, also Maximum. Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Elite-Soldaten attackieren dich oder pushen sich mit Chemikalien auf. Geil. Jedenfalls sind sie gefährlich und du solltest sie kräftig vermöbeln. Sie pushen sich mit Chemikalien auf. Geil. Erstmal richtig schön was zu saufen. Ja, genau. Jo, alles klar. Ich nehme auch meine zusätzlichen Zusatzstoffe, damit ich hier richtig reinkloppen kann, ne? Ja, moin. Ich würde sagen, das war ein Schuss in den Ofen. Und zwar in den Backofen. Rückzug. Mario, wenn diese Kerle hier sind, dann bedeutet das... Genau, Prinzessin Peach muss auch in der Nähe sein. Und dann ist das Sternjuwel auch nicht mehr weit. Wir werden es finden. Oh ja. Und damit ab im Kursionen-Hauptquartier mit einer komischen, kuriosen Musik irgendwie. Mir wirklich...
interessiert jetzt gerade mal, wie viel haben wir an Gegnern? Oh mein Gott, uns fehlen nur 40 Gegnerarten. Wo sollten die alle herholen? Ha, ist ja witzig. So, und wir sehen auch schon, hier gibt es keine Dinger, sondern nur 2 Sternensplitter. Da kann ich euch auch schon sagen, die weiß ich auch schon. Ein bisschen was habe ich schon angeguckt. Aber ich würde sagen, das Hauptquartier gucken wir uns doch erstmal beim nächsten Mal ganz genau an. Denn jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr nicht verpassen wollt, guckt ihr jetzt oben rechts auf die Playlist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.